Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal der Hartwald von Karlsruhe, also nördlich von Karlsruhe, direkt neben dem KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie. Da gibt es jede Menge von diesem Wald, in dem wir hier jetzt gerade stehen. Heute ist dahingehend ein bisschen anders, dass ich mal Personal dabei habe für Kameratechnik und Kamerafilmen und allem Pipapo. Und deshalb habe ich auch dieses lustige Ding hier um, das kommt dann später noch zum Einsatz. So, aber jedenfalls erstmal der Hartwald. Was haben wir hier vor? Übliche Waldbegehung. Einfach ein bisschen rumlaufen, gucken, was gibt es hier, was gibt es hier für Besonderheiten. Und grundsätzlich Besonderheiten rechne ich deswegen damit, weil der Hartwald sehr stark durch den Rhein geprägt ist. Das heißt, wir haben hier einen durch den Fluss angehäuften Sandboden, vergleichsweise also was Wasser zwar sehr gut aufnehmen kann, aber auch sehr schnell weiterleitet, bis es dann unten im Grundwasser verschwindet und dann für die Pflanzen nicht mehr zur Verfügung steht. Das heißt, das hier ist ein sehr trockener Standort. Und damit unterscheidet sich schon deutlich vom Schwarzwald-Randbereich, in dem ich sonst meistens unterwegs bin, gerade in letzter Zeit viel unterwegs bin, weil man halt gleich vor der Haustür, dadurch, dass erstens, dadurch, dass der Schwarzwald ein bisschen weiter weg ist, regnen hier die Wolken nicht so direkt ab. Und zweitens haben wir am Fuß vom Berg natürlich eine ganz andere Bodensituation, weil wir da den geologischen Untergrund vom Schwarzwald bereits beginnend haben und hier der geologische Untergrund eben von der Rheinebene massiv durch den Rhein selbst überprägt wurde. Das heißt, dadurch, dass der Boden durch den Rhein erst gebildet worden ist und so stark Rhein geprägt ist, ist das auch ein vergleichsweise junger Boden, weil er bei vielen Rheinhochwassern der jüngeren Vergangenheit, also vor ein paar tausend Jahren oder sowas, erst jedes Mal wieder neu mit frischem Sand überprägt worden ist, wann immer es ein massives Hochwasser gegeben hat. Außerdem war der Rhein ja früher viel breiter, hatte ja viel mehr Verläufe als den heutigen Rheinkanal, den wir jetzt als Rhein kennen. Das heißt, es ist also hier wirklich ein besonderer Standort, gerade auch für Baden-Württemberg, was wir nicht so oft haben, so massive Sandböden. Und ja, deswegen wollte ich hier schon immer mal hin und hier schon immer mal gucken, was hier so rumsteht. Zu rechnen wäre spontan natürlich mit einem kiefern-dominierten Wald und genau den haben wir hier auch. Alles voll mit der üblichen Waldkiefer, die Pinus silvestris. Ich muss da aufpassen, ich habe da im Studium einmal den Fehler gemacht, dass ich Pinus silvatica gesagt habe und danach hat man mir das 7000 Mal wieder aus Butterbrot geschmiert, weil es bei einer Führung für die Erstsemester war. Und da war ein Drittsemester dabei und der wusste, dass das Ding nicht Pinus silvatica heißt und hat es mir jahrelang, hat er mich damit genervt. Egal. Pinus silvestris also. Und ja, die übliche Waldkiefer. Haben wir eine irgendwie halbwegs im Bild? Weiß ich nicht. Sind jede Menge hinten dran. Deutlich zu erkennen, primär dadurch, dass sie unten einen eher bräunlichen, gräulichen, bis sogar ins Schwärzliche gehenden Stamm haben, je nach Ausführung. Hier haben wir eher die bräunliche Variante und weiter oben werden sie dann deutlich rötlicher. Das ist also der zweifarbige Baum mit Stockwerkaufbau am Stamm. Das ist meiner Meinung nach das idiotensicherste Bestimmungsmerkmal, wenn man die stinknormale Waldkiefer erkennen möchte, weil alle anderen Kieferarten haben eben nicht diese Zweifarbigkeit. Und damit kann man sie dann auch sehr gut zur Schwarzkiefer beispielsweise unterscheiden, womit wir auch schon beim Thema wären. Denn hier ist es inzwischen so trocken geworden, klimawandelbedingt, dass man sich Sorgen machen muss, ob ein weiterer Kiefernwald, also der Wald, wie er hier jetzt steht, wirklich zukunftssicher ist. Bisher hat man halt gesagt, nach der Kiefer kommt eigentlich nichts mehr im Bereich trockenheitsertragende Baumarten. Und wenn du schon einen Kiefernwald hast, dann musst du mit dem bis in alle Ewigkeit klarkommen, weil da gibt es nichts, keine Alternative. Und inzwischen hat man jetzt gelernt, dass man mit der Schwarzkiefer, die stammt so auch mehr oder weniger aus dem kontinentaleren Bereich, es gibt zum Beispiel die österreichische Schwarzkiefer, das ist noch die am ehesten bei uns kommende Variante davon. Und Österreich ist ja schon deutlich kontinentaler, also tiefer im Kontinent drin, sprich weiter weg vom Atlantik, als wir das sind. Gerade eben das östlichere Österreich und da haben wir dann entsprechend eben die Schwarzkiefervorkommen, die man jetzt hier nach und nach probiert, auch in Versuchsanbauten zu nutzen, um zu gucken, ob die noch trockenheitsresistenter sind als unsere heimischen Kiefern eben entsprechend. Und ja, ich habe jetzt gehört, der Hartwald soll jetzt inzwischen zunehmend Probleme haben, wenn ich hier mal ein bisschen in die Kronen hochgucke. Da muss man ganz ehrlich sagen, Kiefer hat immer eine kleine buschige Krone auf einem langen Stiel. Das ist normal. Aber trotzdem, die sehen zum Teil ein bisschen sehr buschig
und ein bisschen sehr wenig nadelig aus, zum Teil. Also auch hier, wie in jedem Wald der näheren Umgebung und ohnehin derzeit in fast jedem Wald Deutschlands, kann man sehen, dass die letzten Jahre schon einen Einfluss auf die Kronenverlichtung gehabt haben, beziehungsweise die Kronenbenadelung. Der Grad der selbrigen ist eben wirklich nicht ganz optimal. So ein Kiefernwald ist jetzt dadurch gekennzeichnet, generell vom Ökosystemtyp her, dass da massiv mehr Licht auf den Boden kommt, als das in zum Beispiel einem Fichtenforst der Fall wäre. Das ist hier ja auch nichts anderes als eine Plantage im Grunde. Man hat ja Kiefer an Kiefer an Kiefer gepflanzt. Im Laufe der Jahre sieht man dann irgendwann diese Pflanzreihen nicht mehr. Aber trotzdem ist es halt genau das. Nur eben dadurch, dass die Kiefer eben diese mickrige Krone hat vergleichsweise, kommt eben sehr viel Licht auf den Boden, weshalb die hier auch diesen recht dichten Unterwuchs haben und man, wenn man hier durchläuft, halt fast immer in den Brombeeren steht. Brombeeren brauchen ja besonders viel Licht am Boden. Das macht es jetzt forstlich nicht unbedingt einfacher zu bewirtschaften, aber es ist halt eine Folge von Kiefernwirtschaft. Hätte man jetzt noch einen besseren Boden, dann würde man in so einen Wald üblicherweise auch noch einzelne Lärchen reinstellen, weil auch die Lärche braucht sehr viel Licht, genau wie die Kiefer eben auch. Und die beiden vertragen sich deshalb sehr, sehr gut miteinander. Dann hat man eben die Kiefer quasi als schmückendes Beiwerk und die Lärche zum richtig Geld verdienen. Aber der Boden ist einfach zu schlecht. Deswegen Lärche fast nicht möglich, sage ich jetzt mal fast. Ja, es kann sein, dass es hier und da mal auf einer besseren Ecke noch mal die ein oder andere Lärche gibt, das will ich nicht beschwören, aber im Regelfall schwierig. Ja, und mit Kiefer allein ist Geld verdienen dann nicht ganz einfach. Klar, es ist nicht nichts, was dieser Wald wert ist, das auf keinen Fall. Aber verglichen mit zum Beispiel der Fichte, eben dem Universalbrotbaum der Forstwirtschaft, der sie gewesen ist, ist Kiefer so, sagen wir mal, 30-40% weniger wert, kann man so grob über den Daumen gepeilt sagen. Dafür ist es sehr pflegeleicht, so ein Wald. Du pflanzt die Kiefern, du lässt ihn hochwachsen, du holst zwischendrin mal ein bisschen was raus, schaust, dass sie immer genug Licht haben, immer genug freistehende Kronen, also von allen Seiten Licht bekommen, und dann kannst du sie alt werden lassen. Machst du fast alles platt, ich sage fast, ja, nicht ganz alles, den sogenannten Überhälterbetrieb kann man ganz toll machen, lässt einzelne Kiefern stehen, die schmeißen dann ihre Samen runter nach und nach und es kommt in der Umgebung der einzelnen Kiefern, die man stehen gelassen hat, von alleine Naturverjüngung hoch. Die Kosten zur Bewirtschaftung eines solchen Waldes sind also quasi die Holzerntekosten und Ende. Man muss nichts nachpflanzen, man muss sonst nichts machen, ist also eine sehr dankbare Angelegenheit. Und ich persönlich finde, die sehen auch noch schön aus, weil einfach so viel Licht reinfällt. Naturnäher als ein Fichtenforst sind die hier auch nicht, ja, aber es sieht einfach schöner aus. Das ist so der springende Punkt. Ja, und das sind so die Eckdaten, die man zum Hartwald als Kiefernforst erstmal wissen muss. Und jetzt würde ich dann auch auf diese Kamera umschalten und mich hier ein bisschen umgucken und einfach mal kommentieren, was man so findet im Gebüsch. So, und dann lege ich hier einfach mal los. Ich kenne mich ja mit der Kameratechnik noch nicht aus, aber ihr müsstet jetzt einen relativ guten Blick hier einmal mitten in den Wald entsprechend haben. Und Zweitkamera läuft hinterher. Und dementsprechend, ja, bin ich gespannt auf das Bildmaterial. Aber jetzt erstmal zur Sache. Typisch für eben so einen lichten Kiefernwald ist, dass wir zwischendrin zwar durchaus noch ein bisschen was anderes haben, aber eben nicht viel anderes. Und das eine andere, was primär zwischendrin steht, sind halt dann so vereinzelte Birken. Ich hoffe, die kann man sehen, wenn ich drauf zeige. Ganz kleine Dinger, die ist ja auch nicht wirklich dafür da, um damit nennenswert Geld zu verdienen, sondern eigentlich auch eher gedacht als, ja, kommt halt von alleine. Früher hat man sie rausgeschnitten, da galt es quasi als Unkraut, dass man noch eine Birke drin hatte, aber inzwischen ist man dazu übergegangen, dass man sagt, nö, die können wir drin lassen, die tut uns nichts, also nehmen wir sie als zusätzlichen Biodiversitätsbestandteil. So, mal schauen, was man hier noch findet. Das Gute ist halt, dass man in so einem Wald auch fast immer irgendwelche lustigen Ästchen am Boden liegen hat. Da kann man dann natürlich sich theoretisch ein ganz kleines bisschen... Und auch irgendwelche Flaschen. Das sicherlich auch. Wo denn? Da vorne liegt eine Bierflasche. Okay, habe ich noch gar nicht entdeckt. Na, wo habe ich sie denn? Da, direkt vor. Ach, ja. Da ist sie. Gut. Kann man schon mal mitnehmen für nachher. Und ganz selten, oh, da haben wir eine. Ganz selten haben wir hier drin dann sogar mal noch was Besseres.
Das müsste, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Moment, da hat es ein paar vertrocknete Blätter. Wir befinden uns gerade in der Phase, wo die Baumbestimmung so schwer wie nur irgend möglich ist, weil man hat keine gescheiten Blätter am Baum, man hat aber auch keine gescheiten Knospen mehr am Baum. Das Einzige, was man hat, sind eventuell vertrocknete Blättchen, die am Boden liegen, also ist eine Eiche. Aber es ist jetzt so schwer wie sonst nirgends, Bäume korrekt einzuordnen, es sei denn, es ist ein Nadelbaum. Ja, wunderbar, da kann man ja toll sehen. Die Knospe ist also so halb ausgetrieben und damit sind alle Bestimmungsmerkmale, die normalerweise zur Knospenansprache verwendet werden, quasi für den Eimer. Das macht's wirklich schwierig. Deswegen ist das so eine Zeit, wo ich normalerweise auch ungern neue Wälder erkunde, weil es halt umständlicher ist, als sonst rauszufinden, was hier überhaupt rumsteht. Aber ja, in dem Fall. Eine Eiche ist ja auch sehr trockenresistent, leider aber wachsen die hier nur sehr kümmerlich. Es ist also auch schon wieder zu schlecht für Eiche. Flasche deponiere ich mal am Weg, dann können wir sie nachher mitnehmen. So, dann, das wollen ja auch immer alle wissen, was hat es mit den Markierungen am Baum auf sich? Die eine Markierung, die man fast schon sagen kann, die so ein bisschen universell ist, die überall in Deutschland auch vorkommt, sind die zwei weißen Streifen. Die können auch manchmal gestrichelt sein, um dann entsprechend Farbe zu sparen. Aber das bedeutet Rückegasse. Heißt, wenn hier das Holz gemacht werden soll, dann soll man hier entlang der Gasse eben entsprechend reinfahren in den Wald von der nächsten Vorstraße aus und kann dann da eben links und rechts Bäume rausnehmen. Damit die Holzerntekosten gerade in so einem doch eher vergleichsweise gleichförmigen Wald gering sind, macht man das fast immer mit dem Harvester, also mit der großen Maschine dann. Da muss dann nur einmal kommen, geht einmal durch, macht einmal Tabula Rasa, also fast Tabula Rasa und dann hat man halt das Geld auch schon verdient. Da steht noch meine Eiche. So, mal gucken, was haben wir denn noch so. Das ist eine fast kaputte Kiefer. Was bist du? Mal schauen. Das ist ein, das müsste, da hat ja schon einigermaßen Blätter, wenn mich nicht alles täuscht. Der Ton geht abhanden. Scheiße. So, jetzt der Ton wieder dran. Gut. Das müsste ein Faulbaum sein. Das kann man ganz einfach feststellen, weil der Faulbaum ja diesen charakteristischen Geruch hat, wenn man die Rinde etwas ankratzt. Ja, ist der Faulbaum. Oder könnte auch die Traubenkirsche sein, aber das sehe ich. Da muss ich jetzt nochmal die Blätter checken. Nein, wenn es eine Traubenkirsche wäre, nee, das müsste der Faulbaum sein, doch. Dann hätte sie nämlich Nektarien am Blattgrund, sogenannte Nektarien. Das sind dann so kleine grüne Bobbelchen, die sich unterhalb vom Blatt befinden. Die gibt es hier aber nirgends. Das heißt, und auch durch den charakteristischen Geruch müsste das hier der Faulbaum sein. Frangula alnus. Genau. So. Was haben wir noch? Ich gehe mal wieder zurück zum Weg. Kiefer. Kiefer. Übrigens der Weg in seinem Zustand, wie der sich hier befindet, man sieht ja so leichte Reifenabdrücke, aber das ist wirklich gut. Also da kann man jetzt nicht meckern. Es gibt ja Leute, die regen sich über jeden bisschen Spur auf der Rückegasse auf. Das ist dann halt einfach auch übertrieben. Das hier ist Forstwirtschaft at its best sozusagen. Besser kann man das nicht machen. Also mit noch weniger Schaden da entlangfahren. Das ist ja auch eine frische Maßnahme, die hier gemacht worden ist. Das ist spätestens letztes Jahr gemacht worden, wenn es nicht sogar noch von diesem Jahr irgendwie im Früh, also entsprechend spätem Winter. Also hier haben wir jetzt mal die Rückegasse. Generell zur Rückegasse kurz. Man sieht hier so ganz leichte Spuren auf dem Boden. Das ist also wirklich minimal. So Spuren sind dahingehend ganz gut geeignet, weil man dann immer mal schauen kann, was hat man denn eigentlich für einen Boden. Da kann man schön dazwischen greifen. Was ich hier in der Hand habe, ist im Wesentlichen wirklich nur sandiges Material. Es ist auch schon wunderbar ausgetrocknet, rieselt schön zwischen den Fingern hervor. Wenn es was Besseres als Sand wäre, würde es einfach viel besser haften. Dann könnte man diesen hier und dann runterrieseln lassen. Das kann ich machen. Das ist also eine ganz einfache Methode, um festzustellen, dass man einen sehr sandigen Boden hat. Sandiger Boden trägt gut, deswegen ist es auch nicht schwierig, dass die Rückegasse vergleichsweise gut aussieht. Wenn man also hier mit schwerem Gerät drauf rumfährt, da passiert fast gar nichts. Und man sieht auch hier also fast keine Spuren.
das bisschen, was hier da ist, da kann man einfach wirklich nicht meckern. Es mag Leute geben, die sich da trotzdem noch drüber aufregen und böse, böse große Maschinen und so weiter, aber das ist auch kein Schaden am Boden. Man sagt ja immer, da gibt es dann so tiefen Vibrationen, die da alles zerstören, was im Boden so drin ist und so weiter und so fort. Mag sein, dass es nicht ganz egal ist für den Untergrund, aber irgendwie Forstwirtschaft muss man dann halt schon betreiben und das hier ist die schonendste Methode, die es gibt, die noch bezahlbar wäre, weil gerade für so nicht wertvolles Kiefernholz, ich will immer Fichte sagen heute, heieiei, das wäre chancenlos, jetzt hierher zu gehen und zu sagen, die holen wir mit dem Pferd raus. Das macht hinten und vorne keinen Sinn. Damit hat man die Kosten, die das Pferd verursacht beim Rausholen, das reicht gerade mal, um eben das mit dem Holz dann wieder zu bezahlen. Also es wäre ein neutrales Geschäft, würde keinem was bringen. Deswegen, man muss mit großer Maschine ran, da hast du dann Erntekosten pro Baum, so Quatsch, pro Baum, pro Festmeter, also pro Kubikmeter Klotz Holz, umgerechnet von ungefähr 16, 18, schlimmstenfalls 20 Euro, wenn die Bedingungen ganz schlecht wären. Aber da sie hier ja recht gut sind, würde ich schon sagen, dass man so mit 16, 18 Euro hinkommen kann. Gerade wenn man den ganzen Tag die Maschine im Einsatz hat, sie kurz anfahren lässt und dann halt ein paar Tage hier alles platt macht, in Anführungszeichen, natürlich nicht wirklich, aber alles erledigt, was zu erledigen ist, und dann ist das wirklich eine kostengünstige Sache und dann kann man auch mit Holz erlösen um die 60 Euro pro Festmeter, selbst wenn es nur so wenig wäre, es könnte auch ein bisschen mehr sein, hat man dann immer noch einen ordentlichen Gewinn. Also so geht's. Mit dem Pferd geht's nicht, das kostet nämlich allein mindestens 30, 40 Euro pro Festmeter zum Rausholen, einfach weil es auch so langsam ist und man muss dann das Pferd mit Personal und einem Pipapo entsprechend lange bezahlen, bis man mit der ganzen Arbeit fertig ist. So, mal gucken, wir gehen weiter. Das hier ist jetzt nochmal, nee, das ist jetzt was anderes. Was ist denn das? Hoppala, da ist der Ast auch schon ab. Ja, auch wieder hier, gerade mitten im Austrieb, keine einzige Knospe, die zur Bestimmung sich irgendwie eignen würde. Sieht aus wie eine ganz junge Birke, die noch keine weiße Rinde ausgebildet hat. Das wird es wahrscheinlich auch sein. Von der Verzweigung her könnte es hinkommen. Vom Zweigchen her, ja, ich tippe mal, Moment, ich mache mir mal ein Blatt ab und falte es aus. Ah, da liegt es unten. Machen wir das nächste. Ja, das müsste eine junge Birke sein. Also ich wüsste jetzt nicht, was es sonst sein sollte. Aber gerade wie gesagt, ihr seht es ja selber, was soll man hier in richtigen charakteristischen Stamm? Hat sie nicht. Gescheite Knospen? Hat sie nicht. Blätter? Hat sie auch nicht. Jetzt kann man am Boden gucken, was hier so rumliegt, aber das ist auch nicht wirklich charakteristisch, weil das wird ja von sonst wo noch anderes Zeug zugeweht und so weiter. Und gerade so ein kleines Ding hat ja noch nicht viele Blätter, die sie nach unten schmeißt. Deswegen, ich lege mich jetzt mal auf Birke fest. So. Oh, da hinten ist was Spannendes. Sieht man das da unterm Baum? Da steht nämlich eine Fichte rum, im ansonsten Kieferndickicht. Und da unten drunter sind so kleine türmchenartige Gebilde. Das ist was ganz Spannendes. Dazu kurz mal ein bisschen Theorie, bevor wir dann hingehen und uns das genauer angucken. Aber das ist wirklich, dass das hier gibt, überrascht mich jetzt. Wusste gar nicht, dass die auf Sand auch wachsen, aber gut, andererseits, warum nicht? Folgendes, es gibt eine Reihe von Pflanzen, die parasitär leben. Ich hatte mal ein Video gemacht zum Mistel, die ist so ein Halbschmarotzer, also halbparasitär. Das heißt, die zapft dem Baum, wo sie drauf sitzt, nur Wasser ab. Gibt aber auch Pflanzen, die eben ganz parasitär leben, die zapfen Nährstoffe und Wasser entsprechend ab von ihrem Wirt und brauchen dann, weil sie quasi damit komplett rundum versorgt sind, überhaupt nicht mehr grün zu sein und haben keine grüne Pflanzenmasse mehr. Ein bekanntes Beispiel ist die, können wir da einen Schnitt machen? Also ein sehr bekanntes Beispiel ist die Vogelnestwurz. Das ist so eine unglaublich super seltene, krasse Orchidee, die dazu noch super hässlich ist. Deswegen, das ist mal lustig gewesen auf Botanikexkursion. Mein Prof ist mal fast ausgerastet, wenn er eine Vogelnestwurz gefunden hat. Und die Studenten, das hässliche Ding, ja, aber die ist total spannend. Das ist eben eine der parasitären einheimischen Orchideen. Wir haben ja eh nicht viele Orchideen in Deutschland. Und eine davon, also übrigens war es eine ganze Gattung, da gibt es noch so ein paar Unterarten und so weiter, ist eben so ein parasitäres Ding, das total bleich aussieht. Wir können euch an der Stelle sicherlich irgendwie ein Bild von Wikipedia einblenden. Und überhaupt nicht hübsch, ja, und blüht auch eigentlich nur dafür da, um sich auszubreiten. Und allein deswegen hat es überhaupt nur einen Stängel, das Teil. Das bräuchte gar keinen Stängel. Da muss einfach nur da die Blüte drauf sitzen. Weil
komplett parasitär, lebt von der Wirtspflanze, auf der es sitzt, und das ist meistens ein Baum. Also Bäume haben ja grundsätzlich immer einen Fußpilz, einen Mutualismus lebenden Pilz, der quasi davon profitiert, dass er am Baum lebt, und der Baum profitiert gleichzeitig davon, dass er den Pilz da dran hat, weil der Pilz ihm hilft, Nährstoffe in die Wurzel zu bekommen und so weiter. Also Mykorrhiza-Pilze, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und das ist jetzt eben quasi so ein anderes Beispiel. Die Pflanze verhält sich wie ein Mykorrhiza, außer dass sie halt nichts zurückgibt für das, was sie bekommt. Der Baum merkt das aber im Regelfall nicht, weil er es ja gewohnt ist, dass er von Mykorrhiza-Pilzen ausgenutzt wird, und damit ergibt sich dann halt eben diese parasitäre Beziehung, gegen die er gar nichts machen kann. Ja, und das da hinten ist auch sowas in die Richtung, hat also auch diese parasitäre Lebensform und ist gleichzeitig ganz was Spezielles, weil es ist kein Baum, es ist aber auch keine krautige Pflanze, sondern schon eine, ja, sowas Ähnliches wie Holz ausbildende Pflanze, nämlich also eine, wie heißen die denn jetzt? Scheiße. Also bildet auch Lignocellulose aus, im Unterschied zu eben den krautigen Pflanzen, die nur auf Zellulose basieren. Ja, Lignin ist ja quasi der Beton, der um die Stahlträger der Zellulose angelegt ist und macht Holz dann auch so seitenstabil. Während ein Grashalm einfach so umgeweht werden kann und sehr elastisch ist, kann das ein Baum nur zu einem gewissen Grad, kann dadurch einfach viel fester werden. Und ein Beispiel wäre von einer anderen Lignocellulose-Pflanze, die aber kein Baum ist, wäre die Palme schlicht und ergreifend. Die wächst ja auch in so Etagen immer mal wieder, die werden nach und nach auch ein Hauch dicker, aber nur weil Wasser eingelagert wird. Eigentlich können die gar nicht in die Dicke wachsen und ist ein bisschen aufgebaut wie ein Baum, hat ähnlich hartes Material wie ein Baum, auch entsprechend stabiles Material, aber eben nicht wirklich Holz. Und da gehört das hier auch dazu. Aber da das Zeug so selten ist, muss ich dazu gerade mal zwei, drei Dinge nachlesen, und dann machen wir an der Stelle kurz einen Schnitt und dann geht's weiter. So, also das Teil, das muss ich wirklich nochmal nachgucken, das ist der Lignum libum. Lignum, also von dem Lignin, was da drin ist, was ja gerade eben bei krautigen Pflanzen, bei mehr oder weniger krautigen Pflanzen, das ist halt so ein Zwischending, super selten ist, und daher ist das auch eben entsprechend der Gattungsname. Es gibt noch verschiedene Varietäten davon. Hier haben wir es vermutlich mit dem Modell Schwarzwald zu tun. Ja, kriege ich gerade nicht zusammen, muss ich noch mal kurz nachlesen, erzähle ich euch gleich. Aber grundsätzlich ist eben die Besonderheit, dass das durch seine parasitäre Lebensweise eine der wenigen Arten ist, die auch im Winter wachsen können und das auch vermehrt tun, einfach weil kein anderer im Winter wächst. Eine andere Sache ist zwar keine Pflanze, sondern ein Pilz, aber das Ding hat ja auch eine pilzartige Lebensweise, wäre der schwarze Schneeschimmel beispielsweise. Der befällt im Winter vor allen Dingen unter dem Schnee liegende Äste von zum Beispiel der Latschenkiefer, die ja in Hochlagen grundsätzlich vom Schnee wieder gedrückt wird, kennt man aus den Alpen, die Latschenkiefer, und dringt da dann ein im Winter, wächst im Winter immer weiter rein, und im Frühjahr ist das Ding dann quasi schon komplett verpilzt und hat dann nur noch eine geringe Überlebenschance. Und das ist eine ähnliche Strategie, wie dieses Lignum libum hier auch verfolgt, weil wenn du halt im Winter, wo die Abwehrkräfte vom Baum sowieso schlafen, in den Stamm eindringst und da fest wächst, das hat so circa 20 cm lange, ganz feine Wurzeln, die halt in der Lage sind, durch die Aquaporine, also die Öffnungen, die in der Wurzel da sind, um Wasser aufzunehmen, einzudringen und sich dann quasi die Wasserleitung entlang zu wachsen, um da dann halt auch alles abzugreifen, was das Teil zum Leben braucht. Nährstoffe werden da eingelagert, insbesondere wieder im Winter, da haben wir es wieder. Und Wasser fließt da sowieso durch, weil es ist ja die Wurzel, die zur Wasseraufnahme dient. Das heißt, alles universell vorhanden, und grüne Pflanzenmasse braucht das Teil also gar nicht mehr. Blühen tut es dann gegen Mai ungefähr und wachsen eben von Oktober bis ungefähr Mai. Also auch das ist anders als bei anderen Pflanzen. Die blühen ja zum Anfang ihrer Vegetationsperiode. Hier ist es eben andersrum, da wird am Ende geblüht. Ja, dann gehen wir da mal ein bisschen näher ran. Ach so! Ah! Ich bin hängen geblieben! Ah! Scheiße! Ich habe auch noch erfolgreich was vergessen.
Entstehungsgeschichte. Das ist auch nämlich ganz spannend. Dadurch, dass sich das ja auf ein Leben im Winter quasi angepasst hat, da hat man mal vermutet, das könnte irgendwie zusammenhängen, dass es halt vermutlich auch in den Eiszeiten entstanden ist. Und zwar geht man davon aus, nachdem man keine fossilen Funde danach mehr gefunden hat, dass es eben aus der Würmeiszeit entsprechend stammt, und hat dann eben auch mal geguckt, zu welcher Erdzeitalter könnte das gewesen sein. Und da befinden wir uns im Kuchikum. Das ist dann nochmal so eine Unterabteilung vom Quartär. Also Quartär ist ja das Erdzeitalter, in dem wir uns bis vor kurzem noch gefunden haben, bevor wir ins Anthropozän, also das menschgemachte Erdzeitalter, aufgestiegen sind. Da sind sich noch nicht alle Wissenschaftler einig, dass wir uns im Anthropozän befinden. Aber jedenfalls das Kuchikum, eine neben der Untereinheiten von dem Quartär, das so einige Untereinheiten aufweist. Ja, ich glaube, dann können wir jetzt wirklich hin, weil mehr habe ich nicht zu sagen. So. Ja, wunderbare drei Exemplare. Wobei man nie genau sagen kann, wenn man jetzt drei oberirdische Exemplare sieht, ob es sich dabei jetzt wirklich um drei Arten, drei Individuen handelt oder einfach um Ausläufer desselben Individuums. Das kann man so nicht feststellen, da müsste man das ganze Ding ausbuddeln. Und man sieht auch, also es befindet sich direkt neben oder auf der Wurzel und hat da eben entsprechend dann die entsprechenden Wurzeln in die Wurzel reingebohrt. Ja, auch wenn man manche Wurzeln nicht sehen kann, da sind ja noch jede Menge feinere Wurzeln drunter. Gerade die feineren Wurzeln sind dann besonders anfällig. Und auch die Höhe entspricht dem Alter von den Dingern. Die sind recht weich, weil sie wenig Zellulose einlagern können, weil Zellulose wird ja von eben der Photosynthese vor allen Dingen gebildet und Photosynthese machen die ja nicht. Die bestehen also überwiegend aus Lignin, was auch ganz besonders ist. Und dadurch, dass sie recht weich sind, kann man sie auch gut abreißen und eben entsprechend aufschneiden, wenn man das tun möchte. Ganz lustig ist übrigens auch, dass sie ähnlich wie Holz so eine Art Jahrringmuster ausbilden, sehen wir gleich. Nur ist der Unterschied halt der, das sind die unterschiedlichen Wachstumsphasen im Winter, weil sie bevorzugt in den kalten Tagen jeweils mehr wachsen als an den warmen Tagen. Das heißt, sie können auch mal einen Tag komplett mit dem Wachstum aussetzen und wachsen dann weiter. Und da geht das Dickenwachstum eigentlich sehr schnell, weshalb sich dann auch eben so einzelne, fast wie Jahrringe, da entsprechend bildet. Ich reiß den hier mal ab. Ja. Das ging ganz gut. Und wenn man den jetzt anschneidet, dann kann man entsprechend das auch ganz gut sehen mit dem Jahrringmuster. Hoppala. Muss ich aufpassen, dass ich hier nichts kaputt mache. Das kann man jetzt abbrechen. Ja, und hier seht ihr also dieses ganz typische Jahrringmuster. Ja. Er will mich scharf stellen. Jetzt haben wir es. Wie gesagt, sieht aus wie Jahrringe, sind aber eher Tagesringe, weil die besonders kalten Tage genutzt werden. Also manchmal sind auch zwei Tage ein Ring, wenn halt zwei kalte Tage in Folge kommen. Und das Tolle ist, das Ding hier ist eine super Survival-Pflanze, denn dadurch, dass die eben relativ viel Lignin und Stärke enthält, ist die auch wunderbar essbar. Mhm. Und die schmeckt sogar gut. Jetzt geht's nicht mehr.